Saison ist zu Ende. Aber die Pferde werden weiter trainiert. Hier werden die neuen Favoriten geboren. Und hier zerbrechen sich Fachleute den Kopf, was man mit einem Pferd tun soll, das alle Voraussetzungen hat. Einen herrlichen Körperbau, einen ausdrucksvollen Kopf, einen langen Hals, ideale Höhe, den besten Stammbaum, den man sich denken kann. Aber es will nicht. Will nicht. Es mag die Hindernisse nicht und es mag auch den Reiter nicht. Es lässt sich nicht fangen. Und wenn, dann nur für einen Augenblick. Es muss etwas gegeben haben in seiner Jugend, was jahrzehntelange Züchtungsarbeit völlig verdorben hat. Oder ein Gen muss da nicht in Ordnung sein. Es ist ein unzähmbares, vagabundierendes Pferd, so wie es vagabundierende Hunde gibt, oder Katzen, oder auch vagabundierende Menschen. Dieses vagabundierende Pferd hatte französisches Blut. Sein Name war L'Amour, c'est la vie. Und über einen Mann aus dem Lande des gallischen Hahns möchte ich Ihnen gern etwas erzählen. Maurice Ahoy, Historiker der französischen Räuber, hat Folgendes über ihn geschrieben. Salvador war intelligent und äußerst mutig. Es gab nichts, was ihn aufhalten konnte. Sein Geist war flink, seine Reaktionen blitzschnell. Und er stammte aus gutem Hause. 33 Mal gelang es ihm, aus dem Gefängnis zu fliehen. Kein einziger hat das je geschafft, weder vor ihm noch nach ihm. Sein wirklicher Name war Jean Ferré. Und als sein Geburtsjahr ist 1774 angegeben, gerade als Johann Wolfgang von Goethe sein Buch herausgab, Die Leiden des jungen Werthers, das tragische Schicksal einer unglücklichen Liebe. Der junge Ferré war eben erst dabei, sich in seine Leiden zu stürzen. Vom Vater hatte er dessen gut florierendes Geschäft in Dieppe übernommen. Und im Kloster von Rouen erzog man für ihn seine zukünftige, ganz entzückende kleine Braut, Suzanne. Die Zöglinge der Klosterschule waren Töchter aus den besten Familien. Jeden Sonnabendnachmittag gingen sie regelmäßig im Schlosspark spazieren. Und jeden Sonnabendnachmittag ritt auch der Gendarmerieleutnant Renatus de Savonnière durch den Park. Und Blick fand zu Blick. Die reizende Suzanne, die Verlobte von Jean Ferré, fand allmählich Gefallen an den sonnabendlichen Spaziergängen. Lächeln begegnete dem Lächeln. Leutnant Renatus verstand etwas von Frauen und Pferden. Beide wechselte er mit Bedacht. Aber zu den Lieblingspferden kehrte er zurück. Du nimmst für uns das blaue Zimmer und zum Abendessen Vin Rosé und Fasan à la Provence. Also, Sie befehlen alles wie üblich, Herr Leutnant, nicht wahr? Ja. Bleiben Sie mehrere Nächte? Nein. Sie ist schön, aber sicher zu gesprächig. Vor allem gegen morgen. Geh. Darf ich Ihre Reisetasche tragen? Alles geht einmal zu Ende, auch die Klosterschule. Die Bräute sind vorbildlich auf das Leben vorbereitet und das Leben erwartet sie bereits ungeduldig. Erlauben Sie bitte. Erlauben Sie bitte. Ich erlaube, ja. Ach. Sie? Oh. Ich, Suzanne. Ich bin nach Bologna verlegt. Wir reisen gemeinsam den halben Weg, Tag und Nacht. Bitte sehr. Wirklich Sie? Ja, Sie und ich. Übrigens, bei der Gelegenheit möchte ich Ihnen etwas vorschlagen, wenn Sie gestatten. Sie gestatten doch, Suzanne. Ich gestatte. Aber erst muss ich wissen, was ich gestatten soll. Ich möchte Sie den anderen gegenüber gerne als meine Gattin vorstellen. Dann könnte ich mich unterwegs viel mehr um Sie kümmern. Besser für Sie sorgen. An den Haltestationen, überall. Überall, Suzanne. Finden Sie das nicht zu abenteuerlich, Herr Leutnant? Renatus,
Ich weiß, René. Wenn es uns schon beschieden ist, diese Tage gemeinsam zu verleben, dann sollten wir sie allein unter meinem Schutz verbringen. Wie Sie meinen, René. Ach, Cher. Gehört das dazu? Unter Ehegatten gehört sich das so. Und die Schwestern haben uns erzählt, Reisen wäre furchtbar unbequem. Und langweilig. Der Platz hier ist doch frei. Selbstverständlich, Hochwürden. Leutnant de Savornier, meine Frau. Es ist immer ein Vergnügen, in Gesellschaft eines Offiziers zu reisen. Und seiner lieblichen, gottesfürchtigen Frau. Ich bin überzeugt, dass sie uns beschützen werden. Uns und unseren ruhigen Schlaf. Verlassen Sie sich darauf, Hochwürden. Ab geht's, hör! Erst morgen. Der Morgen ist klüger als der Abend. Bei Tag ist es noch ganz leicht. Aber wie spielt man nachts die Ehefrau? Man hat uns die Lebensläufe aller heiligen Frauen gelehrt. Der heiligen Anna, der heiligen Katharina, der heiligen Ursula. Aber nur, was sie am Tag gemacht haben. Naja, über die Heiligen bei Nacht weiß ich auch nicht so recht Bescheid. Aber wir werden uns schon was ausdenken. Glauben Sie mir, Sie sahen einen Fasan und eine gute Flasche Wein im Bett. Das ist die angenehmste Art, eine Nacht in einem Gasthof zu verbringen. Das Zimmer ist wunderschön. Die Stühle, die Vorhänge. So ein schönes Zimmer möchte ich auch gern haben. Blau war die Lieblingsfarbe der heiligen Genoveva. Blau wie der Himmel. Wie die blaue Kuppel, die unseren alten Dom schmückt. Blau wie ihre Augen. Aber ich habe doch braune Augen. Wie die Farbe von Gottes Pflügerin. Wie die Orchidee. Wie der gebratene Fasan. Wie kommt so ein gebratener Fasan eigentlich ins Bett? Ich wünsche deinen Herrschaften guten Appetit. Er sieht nichts. Ist der Mann blind? Jeden Abend. Ich muss schon sagen, an ein Abendessen auf diese Art könnte ich mich gewöhnen. In der hiesigen Gegend ist das die weitaus beste Marke. In der hiesigen Gegend scheint alles das Beste zu sein. Im Kloster durften wir im Schlafzimmer nur Orangen essen. Aber das hat uns Mädels immer riesigen Spaß gemacht. Die eine nahm ein Stück so in den Mund und die andere versuchte es ihr mit dem Mund zu entreißen. Kennen Sie das, René? Nein, ganz neu. Aber ich kann es versuchen. Thank you.
liebe Suzanne, es war ein herrliches gemeinsames Abendessen. Ich danke Ihnen. Den Geschmack der Orangen werde ich nie in meinem Leben vergessen. Gott mit Ihnen. Ihr Leutnant de Savonier. Sie Böser. Aber vorher war ich sowieso in einen anderen verliebt. In unseren Abbé Philippe. Schönen guten Morgen, liebe Tochter. Guten Morgen, Hochwürden. Und der Herr Leutnant? Hier! Erlauben Sie, dass ich Sie etwas frage, Hochwürden? Aber gewiss, frag nur, liebe Tochter. Was machten die Heiligen bei Nacht? Die Heiligen? Sie haben im Gebet verweilt. Das war wohl besser. Verweilten die Heiligen wirklich die ganze Nacht im Gebet? Erst dann, wenn sie zu Heiligen geworden waren. Bestimmt hatten sie in ihrer Jugend auch ihre Probleme. Aber schlafen Sie lieber. Und verstecken Sie Ihren Geldbeutel, wenn ich Ihnen raten darf. Auf dieser Reiseroute gibt es oft Überfälle. Verzeihen Sie. Jean! Mein lieber Jean! Oh. Du weißt gar nicht, wie sehr ich mich freue. Suzanne. Monsieur Ferret! Das ist Monsieur Ferret, der jüngste Kaufmann in meiner Heimatstadt Dieppe. Verzeihen Sie. Dies ist meine zukünftige. Ich wollte ihr eigentlich bis Rouen entgegenreiten, aber geschäftliche Dinge haben mich aufgehalten. Er wird einmal unser Bürgermeister. Suzanne, du ahnst nicht, wie ich mich nach dir gesehnt habe. Jean. Ein sehr erfolgreicher und begabter junger Mann. Aus allerbester Familie. Weißt du, was die Heiligen nachts tun? Das Gleiche wie du. Oh, naja, so ähnlich. Das Speisezimmer ist schon fertig. Oh, das Schlafzimmer überlasse ich dir. Halt! Überfall! Aussteigen! Ende hoch! Sie wünschen? Nehmen Sie die Hände hoch! Ich wüsste nicht, wieso. Marke du Poivre, nicht wahr? Aus der kann man nur einmal schießen. Außerdem ist der Lauf gerissen. Glauben Sie mir, die beste Marke ist die Ferret. Aus der können Sie noch nach 100 Jahren schießen. Obendrein trifft sie haargenau. In meiner Begleitung fährt eine Dame. Das übersieht man nicht, Herr Räuber. Und jetzt räumen Sie die Äste weg. Heute bin ich gut aufgelegt. Nimm und vertrink es. Aber vergiss nicht, bei jedem Krug Wein auszurufen, die Waren von Ferret aus Dieppe sind die besten. Die Waren von Ferret aus Dieppe sind die besten. Mit mehr Schwung, wenn ich bitten darf. Die Waren von Ferret aus Dieppe sind die besten. So lasse ich es mir gefallen. Der Überfall ist beendet. Was sollst du sagen? Die Waren von Ferret aus Dieppe sind die besten. Bravo. Na, Liebling, wie gefällt es dir? Schön. Wirklich schön. Es kommt mir vor, als würden wir gemeinsam irgendwo hinreisen. Tun wir auch. Wir reisen ins gemeinsame Leben. Ja. Weißt du, vor dem Traualtar hat eine Ehe zwar begonnen,
Aber es gehört noch mehr dazu, als man dir im Kloster erzählt hat. Auch die Mama wird dir nicht mehr gesagt haben. Komm her. Versuch, sie mir wegzunehmen. Was ist denn los? Warst du die Nacht über hier? Wieso? Wir sind doch verheiratet. Oh. Hm? Es gefällt mir, verheiratet zu sein. Warte, die Ehefrau muss jetzt das Frühstück machen. Muss sie nicht? Ich habe eine geschickte Kraft angestellt. Den Tag über hilft er mir im Geschäft. Und früh. Hab keine Angst, Cherie. Der Diener sieht nichts. Ich wünsche einen guten Appetit, die Herrschaften. Vor 3 Tagen habe ich ihn engagiert. Er war vorher beim Militär. Jetzt will er sich von hier nach Amerika einschiffen, aber noch hat er das Geld nicht beisammen. Na? Nein? Die Ehe scheint dich ganz durcheinander gebracht zu haben. Und das hier ist mein Königreich, Suzanne. Pierre, meine Serie Nummer 20. Der feinste schwedische Stahl, siehst du? Den Bora Rouge. Hervorragende Ware. Den Schneider. Das ist etwas ganz Neues. Und dort? Das ist mein Stolz. Ein Pariser Tresor von Soulier. Den bekommt niemand auf. Außer dem Konstrukteur. Und mir. Ich bin sehr zufrieden mit Ihnen, Pierre. Ich muss für ein paar Tage nach Paris. Ich kann Ihnen das hier wohl alles so lange überlassen. Wie sind Ferrets Waren? Die Waren von Ferret sind die besten. Genau. Suzanne, du wirst hier die Aufsicht führen. Und du musst streng sein. Mit dem Personal muss man außerordentlich streng sein. Wirst du's? Ich werde streng sein. Jetzt muss ich gehen. Salvador wartet. Wer ist das? So heißt mein Pferd, Cherie. Herein. Ihre Orangen. Pierre? Ja? Ach, sind Sie ganz zufällig hier? Nein, das ist kein Zufall. Sie haben es gewusst und doch nicht verraten. Sie sind ein echter Franzose. Die Sehnsucht hat mich hergetrieben. Ich verstehe nicht. Ich kenne alle Zöglinge vom Kloster in Rouen, die Leutnant de Savonnière ins Leben geleitet hat. Aber ich habe mich nur nach einer einzigen gesehnt. Sie vergessen, dass ich verheiratet bin. Umso größer ist mein Verlangen.
Ich liebe sie, Suzanne. Und wenn sie anfangen, mich zu lieben, dann klingeln sie. Geliebte. Verzeih, Mon Cher, aber wir werden uns nie wiedersehen. Es steht nicht in meiner Macht, das zu ändern. Gott wollte es so. Für dich ist es sicher auch das Beste. Verzeih, dass ich dich schon so bald betrogen habe. Deine geliebte Suzanne. Werter Monsieur Ferret, wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, dann seien Sie zu Ihren künftigen Gehilfen strenger. Das Schiff, das heute nach Amerika in See stach, hat eine Menge Geld gekostet. Deshalb musste ich auf Ihre gesamte Barschaft zurückgreifen. Außerdem verdient Suzanne eine Kabine erster Klasse. Dank für alles. Auch für die Frau. Die Waren von Ferret sind wirklich die besten. Polar ausgeraubt. Juwelen im Wert von über 30.000 Francs spurlos verschwunden. Der einbruchsichere Tresor von Solier hat alle Geheimnisse preisgegeben. Juwelier Polar, über Nacht zum Bettler geworden. Soll der Arme doch eine Nacht bei mir übernachten unter der Brücke der Heiligen Clara. Juwelier Polar ausgeraubt. Also noch einmal, Monsieur Polar. Naja, so ein kleiner... Korpulent, ziemlich gut gekleidet. Die letzten 4 Tage suchte er für seine Frau einen geeigneten Saphir aus, aber kaufte dann doch nichts. Weiter wissen wir noch, dass er allein gearbeitet hat, Experte für Safes und Tresore und wahrscheinlich Ausländer, weil in Paris alle Einschlägigen der Branche hinter Gitter sitzen. Die korpulenten Ausländer wohnen am liebsten im Hotel Moulin am Bahnhof. Weil sie zu bequem sind, spazieren zu gehen. Wir haben einen Manschettenknopf gefunden. Bitte. Ihrer? Nein, nein. Aber gute Arbeit. Ich möchte den Täter heute Abend um 9 Uhr in meinem Büro haben. Verstanden? Heran. Wir haben ihn, Herr Kommissar. Hotel Moulin. Klein und dick. Gut situierte Ausländer. So ungefähr.
Nur mit dem Unterschied, dass er der Sprache nach zu urteilen Franzose ist und ich ihm im Bebe gefasst habe. Und das liegt am anderen Ende von Paris. Gestatten Sie. Wie sind Sie auf ihn gekommen? Auf dem Weg zum Hotel Molin habe ich auf einen Schoppen halt gemacht im Krokodil. Und da hat uns der spitze, sprechende Hund gesagt, dass die Häschen von der brillanten Mama von oben bis unten mit Klunkern behängt sind. Und der Rest war dann ein Kinderspiel. Name. Salvador. Weiter? Weiter nichts. Aufenthaltsort? Habe ich nicht. Frau, Verwandte? Habe ich nicht. Zeigen Sie Ihre Hände. Am rechten Ärmel fehlt Ihnen der Manschettenknopf. Danke sehr. Sie sehen aus wie ein anständiger Mensch. Sonst hätten Sie soeben eine Ohrfeige bekommen. Danke sehr. Also geben Sie das hier zu, mit den Juwelen? Kann sein. Weiß ich noch nicht. Erlauben Sie. Ah, Denise. Ist er das? Ja. Entschuldige, Jean. Flo, Flo. Ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Ist er das? Ja. Verzeiht, Jean. Es ging nicht anders. Die kleine Angela. Ist er das? Ja. Mit dir war es am schönsten, Jean. Wollen Sie jetzt gestehen, Jean Salvador? Ich gestehe. Der Wohnsitz? Ohne, Monsieur. Salvador, so bekommen Sie 10 Jahre. Aber wenn Sie aus achtbarer Familie stammen und der Pfarrer ein gutes Wort für Sie einlegt, könnte es die Hälfte werden. Also Wohnsitz. Salvador zu 10 Jahren verurteilt. Die Tulpen, frische Tulpen. Obwohl Salvador nicht gesprochen hatte, gewann er die Herzen sämtlicher Frauen. Tulpen. 6 weinende Tänzerinnen wurden aus dem Gerichtssaal geführt. Die ersten 4 Jahre sind immer die schlimmsten, Salvador. Guten Tag. Sag. Wie viel haben Sie bekommen? 4. Mir brummen Sie immer am meisten auf. Sag ruhig du, schließlich kennen wir uns. Woher? Die Waren von Ferré aus Dieppe sind die besten. Hab keine Angst. Der ist taub. Ein Galeerensträfling hat ihm die Ohren abgebissen. Und ich werde nichts sagen. Salvador. Pepe. Setz dich. Du hast also wieder an der Straße gestanden. Dein Gulden war falsch, du. Nein. Eigentlich nicht. Ich habe ihn dem Wirt in einem Wutanfall in den Schlund gesteckt. Da bekam er keine Luft mehr. Du bist vielleicht ein Hitzkopf. Habe ich vom Vater. Mein Vater stammt aus Wien, meine Mutter aus Lille. Sie haben die Jahrmärkte bereist. Die Schlangenfrau und der Eisenfresser. Am schönsten war es immer in Böhmen. Dort mögen Sie das. Kirchweih. 2 Tage Arbeit. Wenn man das Werkzeug hätte. Hast du? Hab ich. Aber draußen. Und hier.
Das Einzige, was sie uns hier erlauben, ist das da. Zeig mal. Aber ja, das geht. Ja. Aber wohin damit? Wir fassen es auf. Vater gab unserem Schwein immer Erde ins Futter. Das ist gut. Für die Knochen und für die Verdauung. Nein, ich will nicht, danke. Wie lange brauchst du dafür? Ich? Du meinst wer? Gänseblümchen. Schön, was? Sehr schön. Wann hauen wir ab? Früh im Morgengrauen. Da sind nur die Bauern draußen. Und die Hinrichtungskommandos. Vor allem müssen wir uns sofort treffen. Und uns wieder treffen. Und zwar jeden ersten Samstag bei der brillanten Mama. Jeden ersten Samstag bei der brillanten Mama. Pack deine Sachen, Salvador. Für gute Führung verbringst du den Rest der Strafe in der Küche. Ich? Wieso ich? Er hat sich gut geführt. Hm? Nein, habe ich gar nicht. Natürlich. Nein, er ist viel besser. Seine Führung ist direkt vorbildlich. Nein, nein. Der Einzige, der sich in dieser Zelle vorbildlich führt, bist du. Ich bin ein Schwein. Ein richtiges Schwein. Er ist vorbildlich. Bin ich nicht. Er lügt, wenn er das sagt. Er ist kein Schwein. Ich bin ganz schlecht. Ihr Kerl bleibt für immer hier drin. Das war im Haaresbreite. Noch eine Minute. Und du hättest mir die Blumen aufs Grab setzen können. Verzeihen Sie. Dürfte ich Sie um Hilfe bitten? Sie werden doch nicht ertrinken. Aber nein. Ich habe gebadet und leider meine Kleider verloren. Bei dieser Kälte? Ich pflege auch im Winter zu baden. Das ist sehr gesund. Verzeihen Sie bitte, aber ohne Kleidung kann ich einen Menschen trotz aller Bemühungen nicht einordnen. Ich bin Graf Orsini. Fournier. Von Beruf Gärtner. Ich wollte hier in Paris Arbeit suchen. Engagiert. Fein. Suzanne, als ich am Fluss unten angeln war, habe ich einen neuen Gärtner engagiert. Gib ihm Kleidung. Am besten die, von der Gräfin Emonet neulich sagte, ich würde darin aussehen wie ein Revolutionär. Ich mache nur noch das Boot fest. Jean! Die Fische wünscht der Herr Graf auf Elsässer Art zubereitet, Frau Gräfin. Ich wünsche guten Appetit. Wenn ich mich an das Aussehen eines Raumes gewöhnt habe, dann komme ich einfach nicht mehr davon los. Du kannst dir gar nicht vorstellen, welche Mühe es mich gekostet hat, die gleiche Tapete wie in Dieppe zu bekommen. Thank you.
Auch in Amerika hatte ich ähnliche, aber Pierre hat alles vertrunken. Entschuldige. Aber ich kann nichts dafür, wenn meine Ehemänner sich bisher immer so interessantes Personal ausgesucht haben, dass ich mit einem von ihnen weglaufe. Verzeih mir. Wir beide könnten nirgendwo hinlaufen. Ich bin heute Morgen aus dem Gefängnis geflohen. Mein Armer. Hast du Hunger? Stell dir vor, seit einer Woche gab es keine Orangen mehr auf dem Markt. Ich möchte so gern lieb zu dir sein. Es gibt eine andere. Hat er gegeben. Petit Angela. Eine Tänzerin. Ich habe bei ihr einen Schatz versteckt. Du bist ja ein ganz Ungetreuer. Was für einen Schatz hast du denn bei ihr versteckt? Bohrer und Segen. Ich bin erst beruhigt, wenn ich sie wieder habe. Mein Liebster, ich werde dich nie in meinem Leben verlassen. Ich werde für dich sorgen. Wenn er gestorben ist. Also sei brav. Er liest mir jeden Wunsch von den Augen ab. Er wird ganz bestimmt bald sterben. Der passt Ihnen und er steht Ihnen noch gut. Aber einen so elegant aussehenden Menschen, das müssen Sie zugeben, kann ich natürlich nicht als Gärtner beschäftigen. Das würde in unseren Kreisen irgendwie exzentrisch wirken. Haben wir einen Kammerdiener, meine Liebe? Nicht mehr, mon cher. Seit 14 Tagen schon nicht. Du hast Marcel beim Kartenspiel verloren. Ach ja. Wie gefiel Ihnen die Stelle eines Kammerdieners? Ganz wie Sie wünschen, Monsieur Lecomte. Aber Ihre erste Aufgabe würde dann sein, einen Gärtner zu finden. Denn das Glück wird mir nicht noch einmal hold sein und einen geeigneten vor mein Boot schwimmen lassen. Gehen Sie öffnen, ne? Zu Diensten. Ein prächtiger Kammerdiener. Vielleicht ein bisschen zu revolutionär, wie die Gräfin Emonet sagen würde. Madame, ich habe einen langjährigen Jugendfreund zum Tee gebeten. Er ist ein richtig gehender Trottel, Madame. Aber trotzdem, er ist irgendwie sympathisch. Pech habe ich selbst genug gehabt. Ich habe damals das Bordell zu den zwei Sonnen überfallen. Da waren gerade 15 Dragoner fest im Gange. Ich vertrage keine Gitter an den Fenstern. Überall sind Gitter. In den Schlössern, den Pfarreien und den Kasernen. Gitter sind eben des Menschen Schicksal. Da haben Sie ihn, Frau Gräfin. Mein Mann lässt Ihnen Grüße bestellen. Die Zeit war zu kurz, um sich an Sie zu gewöhnen. Ich habe Ihnen die versprochenen Orangen gebracht. Petit Angela hat sie selbst ausgesucht. Ich wünsche guten Appetit. Zu weiteren Diensten sind wir jederzeit bereit. Morgen Nacht, eine schwarze Kutsche. Vielen Dank, Madame. War es so kurz, wie Sie es wünschten? Ich habe das allein Ihretwegen gewünscht, Frau Gräfin. Für zarte Damen ist ein längerer Aufenthalt in so einem Raum unzumutbar. Bitte sehr. Ah, du erzähl mir nichts mehr. Solch einen verrückten Einfall kann auch nur ein Weib haben. Kannst du mir vielleicht verraten, wozu du hier Orangen brauchst? Du kommst morgen mit raus. Zerreiß inzwischen die Decke und knüpf ein Seil zusammen. Wir sind zu ebener Erde. Aber von der Mauer bis in den Festungsgraben sind es mindestens 4 Pferdelängen.
Komm. Schneller. Steh auf. Hoch. Hinlegen, sie schießen. Aber daneben, mein Schatz. Man kann alles kaufen. Nur das Leben nicht. Wir kaufen uns ein anderes Leben. Der Graf ist nach Holland verreist. Wenn der Diener nicht fahren will, dann fährt der Graf. Ich habe ein ganzes Zimmer voller Orangen. Ich verurteile dich zu lebenslänglicher Liebe. Am ersten Sonnabend im Monat laufe ich dir davon. Oh. Raus. Ich? Du. Ah. Beruhige ihn, Pepe. Gern. Halt mal. Junge, wenn du wüsstest, wie viel Kneipen ich leer geprügelt habe. Sag mal, wie heißt du eigentlich, ne? So? Oh, verdammt, in Rocky Zerri! Schmeißt man ihn damals nicht aus! Also dann, nächsten Sonnabend. Nächsten Sonnabend ist Karneval in Paris. Ich weiß. Eben deshalb. Keineswegs, die Herren Räuber. Dorthin, wo die Taschen voller Gold sind. Da hast du. Danke. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Es lebe der Karneval, Monsieur. Für Sie ist der Karneval beendet, Monsieur. Hände hoch! Was machen Sie denn? Oh. Hier mit dem Geld! Schneller, ihr Kanaillen! Beeil dich! Hände hoch! Wird bald! Nimm dir die vor. Dreh dich um, Alter! Nimm das Jackett. Sie sind noch drin, Monsieur. Zehn Meter unter der Erde braucht man die Zeit nicht mehr zu zählen. Die Zelle hat noch keiner erfunden, aus der ich nicht rausgekommen bin, Pepe. Mich interessiert nur, wie wir hereingekommen sind. Die Polizisten müssen uns schon erwartet haben. Vielleicht hat jemand gesungen. Vielleicht du. Beim Turteln mit einer Gräfin.
So etwas darfst du nie wieder sagen, Pepe. Entschuldige. Fouché hat seine Leute überall. Der Beichtvater für Salvador. Knie nieder, mein Sohn. 10 Meter unter der Erde und in der Hölle nimmt man keine Beichte ab. Ich bin der Beichtvater Ihrer Wohlgeborenen, der Gräfin Orsini. Sie hat mich gebeten, Ihnen... Sie soll auch für mich die Beichte ablegen bei Ihnen. Wir haben viele gemeinsame Sünden. Wie du willst. Das hier schickt sie dir. Wozu orangen, wenn hier kein Fenster ist? In Gedanken will sie an deinem Feiertag bei dir sein, mein Sohn. Die Waren von Ferreros Diab sind die besten. Zu deinem Feiertag. Bruno, ich danke dir. Du weinst? Weil Graf Orsini gestorben ist. War das denn eine so große Liebe? Er hat alles im Kartenspiel verloren. Nur der Flügel und das blaue Zimmer sind mir geblieben. Sogar die Juwelen wurden beschlagnahmt. Juwelen? Jetzt kann ich auch an dem berühmten Ball nicht teilnehmen, den die Gräfin Emonet jedes Jahr gibt. Hm. Einen Diener kann ich mir auch nicht leisten. Einen Geliebten aber schon. Aber nur bis zum ersten Sonnabend im Monat. Mesdames et Messieurs, soeben ist uns bekannt geworden, dass eine gefährliche Verbrecherbande auf dem Wege ist, die Herrschaften hier zu überfallen. Bitte, bitte bewahren Sie Ruhe. Wir haben für Ihren Schmuck vorgesorgt. Wenn ich die anwesenden Herren Offiziere vielleicht bitten dürfte, vorsichtshalber die Eingänge zu übernehmen. Ach, das Kollege ist ganz neu. Die Damen bitte ich, so liebenswürdig zu sein und ihren Schmuck in diese Polizeikassette zu legen. Und dazu den Namen zu nennen. Gräfin Emonet. Gräfin Emonet. Marquise de La Fontaine. Marquise de La Fontaine. Marquise, die Ohrringe lieber auch noch. Madame Maupas. Madame Maupas. Pas. Halt! Gendarmerie-Patrouille. Das sind Sie, meine Herren Offiziere. Verhaften Sie diese verkleidete Bande. Beeilt euch hier lang. Salvador wieder hinter Gittern. Danke. Schmuck im Wert von Millionen sichergestellt. Hohe Offiziere der Zusammenarbeit mit dem Sträfling Salvador beschuldigt. Der Zeitungsverkäufer an dieser Ecke wird noch oft die sensationelle Verhaftung von Salvador verkünden und ebenso seine sensationelle Flucht.
Jede weitere Flucht machte diesen Salvador bei den Parisern populärer. Stets war es eine schwarze Kutsche, die für ihn bereitstand. 33 Mal hat er sich frei gesägt, frei geschossen oder frei geschlagen, bis er der berühmteste wurde in seinem Metier. Und dann ging der Polizei schließlich die Geduld aus. Aus dem Pariser Gefängnis Bicêtre schickte man die Unverbesserlichen in die Steinbrüche. Von dort gab es keine Flucht, auch nicht für Salvador. Jedem Gefangenen brannte man hier das Zeichen TF mit glühenden Eisen ein. Travail force, Zwangsarbeit. Lebenslängliche Zwangsarbeit. Der Nächste. Du nicht? Ich nicht. Unsere Wege trennen sich jetzt. Mach die Kette los. Das musst du mir erklären, Pepe. Von hier führen nur zwei Wege in die Freiheit. Der zweite ist die Zusammenarbeit mit der Polizei. Wie lange machst du das schon? Lange. Seit der Zeit, als ich dem Gastwirt den Gulden in den Schlund gesteckt habe. Der sprechende Hund. Das bin ich. Und warum hast du mich immer wieder fliehen lassen? Naja, das erste Mal, da wollte ich noch nicht. Als wir uns durchgegraben hatten. Der dämliche Wachmann hat von nichts gewusst. Aber dann habe ich mir gesagt, dass das eigentlich ganz gut wäre. Sehr gut sogar. Du, Jean, warst der Honig, zu dem die Bienen geflogen kamen. Und ich habe die Bienen eingesammelt. Du glaubst nicht, was man damit verdienen kann. Ich habe mir an der Seine eine Kneipe gekauft. Eine schöne. Und hat deine Kneipe auch einen Namen? Zum guten Menschen. Wenn du willst, könnte ich ein gutes Wort für dich einlegen. Früherer Bagnio-Sträflinge weiß die Polizei sehr zu schätzen. Vielleicht glatt später mal. Und du kaufst dir auch eine Kneipe. Und wie ist der erste Weg nach draußen? Ein schneller. Der Wache die Waffe wegnehmen. Manchmal macht das einer. Schade, dass ich mir deine schöne Kneipe nicht mal ansehen kann, Pepe. Aber verdienen kannst du noch an mir. Du? Vorsicht! Stoß dann auf mein Wohl an, Pepe. Die Hinrichtung fand am nächsten Tag statt, bei Sonnenaufgang. So machte man das immer, damit der Verurteilte den ersten verlorenen Tag seines Lebens bedauerte. Das Kommando der Polizeigendarmerie und die Wache hatten jahrelange Erfahrung mit den Sträflingen. Hinrichtungskommando! Stillstand! Die Leiden des Verurteilten endeten mit den ersten Strahlen der aufgehenden Sonne. Das Gewehr legt an! Das Hinrichtungskommando befehligte Hauptmann Renatus de Savonnière. Und er befehligte es gut. Feuer! An diesem Tage war ein Mann gestorben. Er wurde ohne einen Namen auf dem Kreuz in der Erde verscharrt. Unter den Sträflingen ging das Gerücht, dass die Barke Fortuna an diesem Tag Salvador weit ins Meer geschafft hätte. Keiner dementierte es. Und keiner hat es bestätigt. Und hat es nicht geschmerzt?
Ich habe ausgezeichnete Schützen. Da bin ich froh. In der letzten Zeit kann ich Orangen schon nicht mehr riechen. Wollen wir es ohne versuchen? Ich liebe den Duft von Orangen, sehr sogar. Und den Duft des Lebens. Nun ja, so lebt denn wohl, meine Räuber.